Hallo liebe YouTuber, heute habe ich wieder ein paar Outfit-Inspirationen für euch in Kombination mit einem Fashion Haul. Ich habe nämlich auf einer Seite bestellt, den Link von der Seite werde ich euch in der Infobox verlinken, dann könnt ihr mal drauf schauen. Und ja, die Fashion-Teile, die ich bestellt habe, werde ich euch heute in Outfits präsentieren. Und dann beginnen wir mit meinem ersten Outfit. Und was an diesem Outfit neu ist, seht ihr eigentlich schon. Es ist dieser Pullover, den ich schon öfters auf Instagram gepostet habe. Es ist einfach so ein, ja, so ein langarmiger Pullover mit einem Löwen drauf, also mit den Augen und einfach ein Löwe drauf. Und das Coole an diesem Pullover ist, dass es hier an den Seiten noch Taschen hat und dann ist es immer voll lässig und voll chillig. Und dann, ja, also ist dieses Outfit ein sehr lässiges Outfit. Unter dem Pullover trage ich einfach nur ein ganz normales Jeanshemd. Ich finde, das sieht immer sehr, sehr schön aus, auch oben, weil es hier rausschaut am Kragen. An den Beinen trage ich einfach eine ganz normale, schwarze, schlichte Leggings, weil ich einfach finde, dass Leggings die Beine betont und dadurch, dass das Hemd länger ist, kann man euren Po auch nicht sehen. Ich habe an den Füßen einfach mich für Vans entschieden, also in Rot. Also ihr wisst, ich mag das ganz, ganz gerne, wenn man immer so einen Farbtupfer hat und bei mir sind es immer die Schuhe. Und ja, das war schon mein Outfit. Das zweite Fashion-Teil, das ich mir ausgesucht habe, ist einfach nur ein wunderschönes Kleid. Ihr kennt schon die Farbe, es ist halt ja, hier Babyrosa. Und was besonders an diesem Kleid ist, ist es High-Low geschnitten, also vorne höher wie hinten. Also hinten ist noch so ein Schleier dran. Und als Detail hat es hier an den Schultern einfach so Glitzerpailletten. Ich nenne sie gerne Disco-Pailletten, wie ihr wisst. Und ja, das ist das einzige Detail, das dieses Kleid hat. Ich habe dieses Kleid in Kombination mit einem Gürtel gebracht, an der Taille, einfach damit eure Figur besser betont wird und ja, dieses Kleid einfach eine Struktur bekommt. Jetzt kommen wir zu den Schuhen. Da trage ich einfach höhere Schuhe mit Keilabsatz. Meiner Meinung nach ist dieses Outfit besonders geeignet für Spaziergänge mit euren Freunden oder kurze Trips in die Stadt oder wenn ihr mit euren Freunden Eis essen geht, weil dadurch, dass ich ja höhere Schuhe anhabe, also Keilabsatzschuhe, würde ich damit nicht längere Strecken zurücklegen, weil einfach das auf eure Füße geht und dadurch schwillt es an und das ist nicht so gut. Und ja, mehr ist es eigentlich gar nicht. Ich habe meine Haare offen, einfach um dieses Ladylike bisschen rauszuholen und das war Outfit Nummer 2. Das vierte Fashion-Teil, das ich mir bestellt habe und euch im Outfit zeige, ist diese pastellartige Bluse in Babyrosa oder allgemeinen Rosa. Es ist einfach eine ganz luftige Bluse, also total für den Frühling geeignet. Es hat halt an der Brust hier zwei Taschen und ja, einfach normale Knöpfe und an den Ärmeln könnt ihr das auch zuknöpfen. Ich habe es in diesem Fall hochgekrempelt und mit einem grauen Rock kombiniert. Ich finde dieses Outfit sehr schön, wenn ihr picknicken geht oder sogar Fahrrad fahren, weil es einfach sehr luftig ist und sehr, sehr schön. Und es ist auch ein sehr girly-artiges Outfit. In diesem Outfit-Video trage ich halt wieder meine Keilabsätze und an der Taille oder am Bauch trage ich halt noch diesen braunen Gürtel, der sich halt in den Schuhen wieder auffängt. Dann habt ihr wieder so ein Farbspiel, das halt wieder zusammenpasst und euer Outfit komplett macht. Und ja, das war dann mein drittes Outfit. Das waren meine Fashion-Teile, die ich bestellt habe und die Outfit-Inspirationen von mir für euch, die ich aufgenommen habe. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Und ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!